Spur. So, willkommen, willkommen. Jo, okay, alles klar. Was? Ey, dieses Widget ist voll cool gemacht, by the way, ne? Und irgendwer hat da schon ein Ziel erreicht. Ignaz hat das Ziel schon erreicht. Chillig, egal, erstmal Musik noch wesentlich leiser machen. Beziehungsweise die Musik vom Spiel ist auch ganz geil. Ich kann das ja mal ein bisschen lauter machen, das Game, aber es ist schon gigantisch laut aus irgendeinem Grund. Ah, es ist schon sehr hübsch irgendwie. Allein jetzt schon im Hauptmenü. Habe ich auch noch nie gespielt, sah aber richtig cool aus. Ich habe wirklich keine Ahnung, worum es in der Geschichte geht, aber es sah ja schon. Also, es sieht halt einfach so hübsch irgendwie aus, ne? Diese Grafik. Mitfühlendes Mädchen. Du siehst nicht gut aus, hattest du einen Albtraum? Und du bist ein mitfühlendes Mädchen. Dolly, ah, okay. Ah, schon wieder ein altes Problem. Dein altes Problem. Ja, das passiert mir öfters. Ich bin Dolly. Wir leben jetzt schon seit einer Weile zusammen im mythischen Haus. Mystischen Haus. Ich hoffe, du erinnerst dich, dass der große Magier bist, den großen Titel Merlins geerbt hat. Aber du hast irgendwie deine ganzen Kräfte verloren. Du kannst dich nur noch stückweise erinnern, vergisst immer wieder Sachen. Oh, das ist ja sehr praktisch auf jeden Fall für die Geschichtserzählung. Ich habe dich geweckt, weil auf der anderen Flussseite ein Feuer brennt. Das sieht ernst aus. Das ganze Dorf ist in Gefahr, wenn wir das Feuer nicht löschen. Chippy war ganz besorgt und ist schon hinübergerannt. Wer auch immer Chippy ist. Ja, okay, ganz klar. Chippy ist dein Famulus. Er wollte das Dorf, das du so liebst, beschützen. Darum stürzte er tapfer voran. Davon, um das Feuer zu löschen. Aber das Feuer gerät außer Kontrolle. Wird Chippy denn auch nicht zustoßen? Weil das sieht die von hier, oder was? Wirst du es dir ansehen, Magister Merlin? Eigentlich nicht. Na, no, wir werden uns das ansehen. Also gut, pass bloß auf dich auf. Wahrscheinlich sagt die, du musst dir das ansehen, du Keck, wenn wir abgelehnt hätten. Du hast all die Jahre zurückgezogen gelebt. Niemand weiß, dass du hier bist. Wenn du einfach so rausgehst, könnte das für einen ganz schönen Wirbel sorgen. Du weißt, du bist wahrscheinlich der bekannteste Magier in Esperia. Warum verwendest du nicht ein wenig Magie und änderst dein Aussehen, bevor du gehst? Werde dein Charakter. Nehmen wir natürlich einen Dude. Ja, keine Ahnung. Also viel kann man da ja nicht ändern, wenn das nur A und B ist. Einfach komplett vergoren. Kreidebleich. Such dir ein Outfit aus, das genau deinem Stil entspricht. Ja, eins von den dreien, meint ihr. Okay, okay. Haare. Es sind immer die gleichen Haare, es ist die Haarfarbe. Ne, gar nicht die Haare. Okay. Was nehmen wir denn dann da? Ah, doch, hier, guck mal, andere Frisuren. Ah, lol. Okay, wir haben nur zwei verschiedene.
Ja, nehmen wir das. Richtig sauer auf einmal. Keiner von denen lacht. Alle richtig ernst. Das Spiel ist ernst. Das finde ich irgendwie amüsant. Haben wir den dicken Körper genommen oder den dünneren? Den dicken, ja. Könnten wir auch das Gesicht nehmen eigentlich, aber irgendwie passt das zu dem Game gefühlt gerade gar nicht vom Stil her. Sieht viel zu ernst aus. Hey, ich habe das Spiel jetzt schon ausprobiert. Kannst du gleich mal gucken, ob es automatisch speichert? Ob das Spiel automatisch speichert? Boah, das kann ich natürlich gucken. Oha. Also ich bin sehr ein Fan von Blau immer, tatsächlich. Voll toll. Bestätigen. Voyager. Corrupted. Guck mal, man kann den auch würfeln. Chippy Sidekick. Nice. Forest Child, Pathfinder. Nee, Corrupted. Das war ein schönes Nickerchen. Vertreten wir uns etwas die Beine, mal sehen. Nütze deinen Steuerkreisel um... Tada, Sinur. Merlin, Merlin, Feuer, pass auf. Ja, einfach Siedler. Selber der Könige, wie hieß der Keck nochmal? Ich weiß es nicht. Kann ich mit dem nicht reden? Oh, ich habe Gold bekommen. Okay. Jedes Mal, wenn wir wogegen rennen, wird der Pfeil rot, also okay. I understand. Ich will mehr Gold. Ich weiß nicht, wo ich das immer finde, aber anscheinend bekommen wir das. Von denen. General Hogan. Nice. Du kannst auch mit WASD steuern. Okay, danke. Genau jetzt sollen wir eine mächtige Fertigkeit benutzen. Das sieht aber nicht so aus, als würde ich irgendwas treffen. Sie meine Macht schmecken. Okay. Haben die doch getroffen. Easy. Spoiler, das Spiel ist voll cute. Okay. Niederlagenbelohnungen. Aber wir haben doch gewonnen. Wieso kriegen wir Niederlagenbelohnungen? Hugen. Ich hätte dich nicht erkannt, wäre Chippy nicht dabei gewesen. Leg doch bitte deine Tarnung ab, damit ich meinen alten Freund wiedersehen kann, ja? Okay. Ah. General, der Zustand des Magiers, weißt du, er hat dich wieder vergessen. Es könnte ich in Real Life sein. Also nicht vom Aussehen her, aber vom Vergessen. Schon in Ordnung, Chippy. Wie oft... mich Corrupted auch vergisst. Ich stelle mich ihm gerne wieder vor. Oh, sehr gut. Ich bin Hogan, der frühere Anführer des Hierurischen Ordens, der Lichtträger des Kaisersreichs und der aktuellen Magistrat von Heilstein. Wir sind seit Jahrzehnten befreundet und unsere Freundschaft wird nie vergehen, wie trüb dein Gedächtnis auch wird. Oh, ich hoffe nachher am Ende so ein Sieb einfach. Aber wir haben keine Zeit für Geplauder, Corrupted. Sieh dir diese Feuerelemente an.
Sie gehören nicht nach Rogan. Wie konnten sie einfach aus dem Nichts auftauchen? Das Feuer bringt sie her. Das macht sogar Sinn wahrscheinlich. Ergibt sogar Sinn. Magier haben sie beschworen. Egal, sie sind schwach. Sie sind schwach. So schwach. Nein. Magier haben sie beschworen. Das weiß ich ja nicht. Ich sag mal, das Feuer bringt sie her. Unsere dringendste Aufgabe ist das Löschen des Feuers. Ja. Bitte hilf mir. Corrupted, lass uns gemeinsam das Feuer löschen. Okay. Dieses Logbuch enthält wahrscheinlich Einträge, die mir helfen, mich an kommende Aufgaben zu erinnern. Die Runen sind wohl, was die Leute, die verloren haben, dann hatten oder so. Ah. Solange es nicht meine Erinnerungen sind, die ich wiederfinden muss. Weil das wäre ja dann immer wieder das Gleiche. Wieder von Anfang an, beim nächsten Mal. Hallo. Wir müssen die Straße freiräumen, damit wir ins Dorf und den Bewohnern helfen können. F. Danke, ich muss hier raus. Ich muss raus. Okay. Oh, da ist noch was. Verdächtiger Mann. Seid ihr hier für das Feuerwerk? Warum rennst du nicht um dein Leben? Warum soll ich laufen? Diese Szenerie hier ist unglaublich. Okay. Ich wünschte, ich könnte sie weiter ansehen, bis alles zu Asche zerfallen ist. Es ist schon Jahre her, seit ich solch grandiose Flammen gesehen habe. Damals sah ich eine wunderschöne Dame mit rotem Haar in der Stadt. Sie schnippte mit den Fingern und Flammen entzündeten sich in ihren Weinglas. Jo, okay. Einfach den hochprozentigsten Wein EU West. Im Vergleich zu den Flammen, die an ihren Fingerspitzen entstanden, ist dieses Feuer stärker, aber ihm fehlt die atemberaubende Schönheit. Leider muss ich mich um andere Dinge kümmern. Wir werden ein anderes Mal weitermachen müssen. Ja, verlassen, ich kann auch welches Feuerwerk fragen. Kannst du es riechen? Aus dem niedergebrannten Dorf kommt der reinste Geruch. Durch den Geruch von gerösteten Weizen mit dem Geruch von Teer und Asche kriege ich eine Gänsehaut. Eieiei, was ist mit dem verkehrt? Macht dir das Spaß? Manche lieben den Frieden, andere die Zerstörung. Ist das nicht absolut normal? Schau mich nicht so an. Ich habe mit dem Feuer nichts zu tun. Okay. Ist nur semi-verdächtig. Können wir den nicht einfach so noch hops nehmen? Kommen da unten eh nicht rein. Wir müssen hier lang. Na, schön weiter. Einfach falsch betont. Andere Bedeutung. Und wie machen wir die jetzt weg? Ah ja, hier genau das Kampfsystem. Das sah aus wie in XCOM einfach. So ein rundenbasiertes Kampfsystem. Wir sollen jetzt den halt mit dem tauschen. Okay. Also uns dann da. Dann haben wir hier Verbündete, die sind locked. Der ist aus irgendeinem Grund nicht locked, keine Ahnung, wir drücken jetzt auf Schlacht. Dann gucken wir uns den Quatsch hier an. Okay. Nun lassen meine Soldaten ihre ultimativen Fähigkeiten aus, automatisch wirken und diese Gegner verjagen. Wo schießt er hin? Ein Schurkenbütze. Aber wo schießt er hin? Der hat ja komplett daneben geschossen. Erinnerst du dich an die Ressourcen? Chippy denkt, sie sollten jetzt benutzt werden. Hier drüben, Chippy, ich will stärker werden. Er ist alles voll cute gemacht. Nutzt die Ressourcen, um die Helden hochzustufen, damit sie besser kämpfen. Ist das so ein Tutorial, wo wir das machen müssen? Meistens will ich das aber nicht. Okay. Bist du jetzt toller geworden? Hey, das sieht voll cool aus, alles. Oha. Waffenbrüder. Chippy ruft zwei seiner Hamsterfreunde zur Hilfe. Oha. Chippy springt, um seine Gegner Schaden zuzufügen, auf Stufe 11 freigeschaltet.
31. Okay. Nice. Zug. Okay, und hier können wir dann auch die anderen hochstufen. Der hat immer noch so einen grünen Pfeil da. Man könnte den nochmal hochstufen. Ja, tatsächlich. Wir haben auch dieses braune Buch dafür eigentlich. Aber ich will das mal noch nicht machen. Auch wenn es vielleicht dadurch schwerer wird. Na, egal, komm. Halt eine Belohnung. Ich weiß nicht, wie viele. Ja, jawohl, General. Das war zu schnell. Hallo. 1, 2 hebt an. Ach, das sind böse Leute. Aasgeier. Ach du Kacke. Die sehen alle wirklich böse aus. Wo ist denn der Bogenschütze hin? Das sind wir das. Okay. Er braucht halt einfach ewig, um seine Fähigkeit zu aktivieren. Ja, er übertreibt jetzt wahrscheinlich komplett wieder, ja. Der hat so 10% Leben. Ja, meint einfach diesen... Ich weiß nicht. Ach, keine Ahnung. Egal. Ja, noch mehr Gegner. Valen. Das ist vertont. Valen, you're just getting here now? Or were you deep in your cups again? That's not fair. I ran into a bunch of fire elementals on the way here, whose guys were really annoying. Hey, die Musik ist voll cool. Anyway, looks pretty grim here. I didn't expect the fire to be this big. This is not normal, General. That's right. We think it's arson. The culprit is likely a mage. Whoa, a talking hamster? You're a familiar, aren't you? In that case, this gentleman with the general must be a mage. I gotta say, picking a hamster as your familiar is rather unique. Lol. Okay. Also, nur weil wir einen Hamster dabei haben, müssen wir also ein Magier sein. Okay. I normally overlook your banter, Valen. But in front of this Magister, you'd better watch your words. Geil, wie ein Gothic einfach, ne? Sobald du Magier bist, alle direkt so, ja, ja, du bist derjenige, der hier die Ahnung hat. It's rare to command such respect from the General. Well, Magister, I am Valen of the Heroic Order. How would you like me to address you? Wie soll ich dich nennen? Hmm, an interesting name. I will remember it. Ja, gut, dass er sich ihn merken wird. Forgive my rudeness earlier. I'll be sure to make it up to you once this fire has been dealt with. Okay. Also der eiert jetzt mit uns noch hier rum. Sehr auf der Hut, wählen. Du trägst jetzt die Verantwortung für die Sicherheit von Corrupted. Okay, voll cool. Hier brennt's immer noch überall. Und auch gut, dass wir eine Fackel dabei haben, ne? Ja, das ist wirklich voll cute, das Game. Ich genau rausgehört. Der komische Vogel hier. Das die. You seem more interested in who started the fire than in putting it out. I saw you casting a spell with my own eyes. It's not that easy to quench a greedy fire, my dear. I'm just trying to help. The Scarlet Sorceress is as beautiful as her fire is dangerous. That's what the rumors say. Dangerous? You're quite right.
If this were my fire, you'd all be ashes by now. Oha. So she's the Scarlet Sorceress. Chippy has heard of her. Sie hat halt einfach auf jeden Fall den Typen da auch unten verzaubert, würde ich mal sagen, ne? Also nein, halt nur er mag sie halt wahrscheinlich. Bruh. Ja. Magister, if Chippy is not mistaken, it seems like the Scarlet Sorceress is staring at you. Die Frau ist voll schön. Ja, true. What do we do, Magister? She's staring really hard. Weiche ihren Blick aus, starre zurück. Das ist echt gut, dass das gibt. You made me think of someone. The divination was right. This night was awful. I shouldn't have gone out. I'd appreciate not being disturbed any further. I'm leaving. Ich gehe jetzt auch nicht. You're not going anywhere, Scarlet Sorceress. All my wares are gone. I demand compensation. Übel Demon Slayer Vibes, der Dude. Der wütende Junge. Don't push your luck, young man. I'm not known for my patience. Don't you dare try to get away with this. I'll make sure you're held responsible. Shh. Quiet. Something's not right. Sie macht gerade einfach ASMR. Shh, be quiet. The wind. It's suddenly so loud. Ich höre keinen lauten Wind. Es ist tatsächlich einfach nur Wind. So. Also. Können die umstellen. Der Kick ist aber auch wahrscheinlich. Also wir können es halt die Stats noch nicht. Nicht, was heißt hier? Oh, okay. Entfernen. Tatsächlich, wir können die rausnehmen. Wir können jetzt keine Stats ansehen, ne? Ah, guck hier. Einzelne Kategorien. Okay, der ist Tank. Was ist das hier? Bruiser, Archer, Mage, Schurke. Weiß nicht, Summoner, Lifesteal, irgendwie sowas halt in die Richtung. Aber was ist das hier? Licht, Dunkel, Gift, Sonne. Mond oder Healing? Kompass. Die Kompassklasse. Ja, die machen das schon. Oh oh. Ja, jetzt holt er sich seine Freunde. Lol. Fly, my beautiful flame. Wow. Oha. Da stirbt gleich einer. Nein, Chippy, geh nicht drauf. Kann der überhaupt im Tutorial sterben? Ja, dieser Garen. Ja, okay.
Hey, sie wollte wenigstens helfen. You awake? How are you feeling? Ja, super. Ich bin großartig. Machst du dir Sorgen um mich? You defeated the huge wind elemental, but glazed over and fainted before I could applaud. Anyone with a heart would worry about you. You passed out for a while. General Hogan and his men put out the fire. Then he returned to Hollistone. He ordered me to stay here and look after you. Meistens nicht so gut, ohnmächtig Before zu sein. Before you left, the general told me to make sure that when you woke up, your memory was all right. What a strange request. Do you often forget things? Die Gegner lernen hohe Kraft. Ja, ich kann ja mal in den nächsten Fight gucken, auf jeden Fall. Und dass die nicht sterben, habe ich mir schon fast gedacht, das wäre ja viel zu krass. Aber ich meine jetzt halt, nachher muss man irgendwas zahlen oder so, damit die wieder refreshed sind oder müssen sich ausruhen oder so. Deswegen, ja. Also, how much do you remember of what just happened? Also, ich erinnere mich ja jetzt an alles, ne? Da war ein Junge mit einer Ente. Ja. Die habe ich auch gesehen. He's no ordinary child. He's Rowan, the second son of the wealthiest man in the Empire and head of the Mithril Consortium. Einfach Mithril Consortium. Master Rowan identified the Scarlet Sorceress as the culprit, and the two of them were brought back to Hollistone by General Hogan for questioning. Her name is Miriel. People are just used to calling her the Scarlet Sorceress. Miriel's attitude towards you was unusual. When you passed out, she was the first to get to you. Did you know her from before? Safe. Ich kenne sie nicht. Damit sind wir auch raus. That's rather odd. Magister? Yes, you're awake! Hey, so einen riesen Hamster will ich auch haben. Chippy Chip. All around and didn't see any elemental beings. The village is safe now. Mr. Valen told you that General Hogan already left for Hollistone, right? The general will wait for us in the village, so we should go meet him in Hollistone. He seemed to have something to say to you. There might be enemies on the road. I'll go with you. Although, nice. You might not need my protection. Magister is the the merriest mage that everyone loves. Das ist merklich ausgezeichnete Magie. Hey, darf man das nicht sagen? Dürfen das andere nicht wissen? Anyway, since you're feeling better, Magister, should we set off? However, before leaving for Hollistone, we should probably return to the mystical house first. Dolly must be worried sick. Need a hand, friend? Darf ich helfen? Wanderndes Schwert, Krieger, Lichtträger. Okay, der Kompass ist also Lichtträger. Hä, was waren das andere dann? Ach, Heilung wahrscheinlich und Schild oder so. Ja, keine Ahnung. Ich habe einfach reingegessen. Hier kannst du mittels Magie ins mythische Haus zurückkehren. Oha. Einfach Backport. Dolly! I brought back the Magister! You're back. I was worried. Yeah. Was ist das denn jetzt? Hammy. Eichenmagie. Unterstützung Lichtträger. Okay, Support ist nice. Merlin, have you regained your powers? I saw your magic in the sky. It was the right decision to go on this trip. Don't be too happy. Magister fainted after casting that spell. And the Magister looked really strange, as if possessed by some weird force. Ja, okay. Nonsense. Even the goddess Dura can't control Merlin. Perhaps it's just the Magister recovering. Ist einfach weinen. Chippy, what's with you? Why so pessimistic? That's not like you. Oh, you are right.
The Magister is the greatest mage in all of Asperia. Everything will be fine. That's what I like to hear. Magister Merlin, you seem to be in quite a bit of trouble. Shall we find someone to lend you a helping hand? Klar, also, wieso wie? Eher wer? Leave it to me. I know a few people. Ja, das ist super. Nobeltaverne. Komm in die Nobeltaverne, wenn du mal was Hilfe brauchst. Klar. Ich, aber, ja, okay. Rekrutiere mal einen Helden, wer es wohl sein wird. Ah, das ist dann random, oder wie? Lol. Lol. Oha. Hä, das ist ja auch... Bunte Tänzerin, Unterstützung Lichtträgerin, okay. Also, das Haus halt einfach Seven Deadly Sins-Style, ne? Schön einfach alles mitgenommen wahrscheinlich hier drin. Ach, und dann kommt direkt noch so ein Zettel da geflogen. Und das ist jetzt epic wahrscheinlich, ne? Vipirion, jene, die nichts wissen, haben nichts. Schatten, Schlange, Magier, Grabessprosse. Okay. Kehren wir zum Plaudern in die Taverne zurück. Ja, klar, warum nicht? Lege bei Schwierigkeiten auf deiner Reise eine Pause in den noblen Tavernen ein. Vielleicht kann dir ein neuer Freund helfen. Lass uns unsere Reise mit diesen neuen Freunden fortsetzen. Ja, okay. Neues Kapitel freigeschaltet. Geschichten aus Rogen. Es ist alles voll cute gemacht. Du bist völlig ausgelaugt? Dann lass Chippy die Führung übernehmen. Tippe hier, um dich schnell zum Auftragsziel zu begeben. Wie jetzt? Ach cool, und dann geht der einfach diesen Weg ab. Aber nein, das will ich nicht. Ja, er redet einfach... Mit asiatischen Zeichen. Das ist perfekt. Kann ich nichts falsch mitmachen. Ich wollte noch gucken, wie kann ich das denn einsetzen? Egal, wir machen jetzt erstmal das. Es ist zu kalt heute. Endlich bist du zurück. Neue Reise. Warum nicht? Took you a while. I've been waiting out here in the cold all day. They say it's always autumn in Raiham. But right now, it's more like winter. It's said that Merlin's ward has long protected Raiham. It's the only reason that people can actually live here. Merlins Schutz soll Rogen lange beschützt haben. Also, die hat dann es hier wärmer gemacht, oder wie? But recently, Raiham's been getting colder. Also der Schutz. It's almost snowed the past few days. We've come with the Magister to investigate this change in weather. Ja gut, tatsächlich liegt's irgendwie am Wetter, ne? My apologies, Miss Hamster. I never got your name. Aber wenn es schneit, dann ist halt Winter. Yes, we should be introduced. You are Valen. I am Hammy. Are all your familiars hamsters? Merlin bist du, ups. Nee, wir sind corrupted. Ich weiß nicht, wer dieser Merlin ist. Sind all deine Freunde Famuli-Hamster? Sind das all deine Famuli-Hamster? Aber wieso? Ist das ein Problem? Nope. Chippy told me that General Hogan ordered you to protect the Magister. You must know that serving the Magister is an honor, but it's not easy. I'll be observing you. I hope you'll become a competent retainer. Apologies again, but I have to correct you. I'm a knight, not someone's retainer. Und kein Gefolgsmann? Protecting him is just my current task. It's not a lifelong post. Oh, unless nee. Your Magister is someone like the Great Merlin, then I may consider it. Ja gut, der hat das ja eben schon fast gespoilert bekommen. Also eigentlich könnte er sich ja schon denken, ne? Warum kann er das denn nicht sagen? Why did you just step on
Achso, sie hat ihn getreten diesmal. Oh, sorry. Chippy likes to spout nonsense. Don't mind him, Mr. Valen. Oh Gott, oh Gott. Once you spend some time together, you'll realize that although the Magister isn't Merlin, he is just as powerful. Aber er ist genauso mächtig und er macht genau das, was ein Merlin machen würde. Also ein Erwählter. You'll see that he is practically the same as Merlin. Except for the different appearance and name. Okay, I'll just wait and see. Ja, aber wieso, also es wird die ja nicht